Einen wunderschönen guten Tag aus dem Hause PPC. Mein Name ist Jens, heute der dritte Teil zum Thema How to CVP. Heute geht es um den dritten Bereich, den Song. Viel Spaß! Heute geht es im dritten Teil um die dritte große Komponente auf dem Hauptdisplay. Und zwar hatten wir in der ersten Folge die Main Voices, also die Stimmen. In dem zweiten Teil hatten wir die Styles, also die Begleitautomatik. Diesmal gehen wir auf das Thema Song in den Basics drauf ein. Das heißt also, das CVP bietet die Möglichkeit, bestimmte Songs abspielen zu lassen, sie zu lernen, aber halt eben auch dort dann meine aufgenommenen Songs abzuspielen. Ich beschränke mich heute einmal erstmal nur auf die schon integrierten Songs und die dementsprechende Lernfunktion. Das heißt, wir gehen rechts auf das Panel Song und dort wird halt eben dann schon gleich einmal alles aufgelistet, was im CVP mit inbegriffen ist. Das sind einmal 50 populäre, 50 klassische und 50 Lesson-Songs. Ich möchte mich heute mal auf die populären erstmal hier beschränken. Dort ist es dann auch wieder wie im ersten und zweiten Teil bei den Voices und bei den Styles, dass ich oben die Oberkategorien habe, dann darunter die Subkategorien und darunter dann die einzelnen Songs. Ich möchte heute einen klassischen Song lernen. Das heißt, ich gehe auf 50 Classics und nehme jetzt hier einfach mal den allerersten, den Kanon in D-Dur. Tippe den an und dann ist er auch schon gleich ready zum Abspielen. Das heißt also, wenn ich jetzt hier rechts bei Song Control auf Play drücke, geht er sofort los und ich kann ihn mir zumindest erstmal anhören. Ich sehe schon, hier unten, da sind so ein paar LEDs, die ganze Zeit aufblinken. Das heißt also, daran kann ich schon erkennen, dass hier eine Lernfunktion hinterlegt ist. Ich kann im Main Bildschirm, wenn ich auf Home drücke, da komme ich eigentlich übrigens immer wieder hin zurück, wenn ich auf Home drücke, komme ich auf den Standardbildschirm, kann ich auf Score drücken und sehe A, einmal das Notenblatt in zweierlei in zwei Zeilen und oben drüber einen kleinen roten Punkt, der mir zeigt, an welcher Stelle ich bin. Ich kann, wenn ich hier unten auf diesen Lautsprechersymbol drücke, kann ich einzelne Voices ausschalten, ne? Zum Beispiel rechts oder links und kann dann dementsprechend das Ganze lernen. Wenn ich jetzt auf Guide drücke, wir gehen jetzt einmal noch mal ganz kurz an den Anfang, das heißt, ich drücke auf Stopp, dann springt er automatisch an den Anfang. Wenn ich jetzt also auf Guide drücke, dann wartet er auf mich, bis ich die richtigen Tasten drücke. Wir versuchen das Ganze mal. Ja, und jetzt habt ihr gemerkt, ich habe was Falsches gespielt. Er wartet auf mich, bis ich das Richtige spiele. Und so weiter und so fort. Das heißt also, so kann ich relativ einfach Songs lernen, die halt eben hier drauf sind. Es gibt übrigens dann auch noch Bücher mit dazu, wo halt eben dann diese Lesson-Songs, die, wenn ich jetzt hier nochmal rechts drauf drücke und auf Lesson gehe, diese ganzen Songs sind auch als Buchmaterial mit dabei, was ich sehr, sehr schön finde. Die letzten beiden Reiter in diesem Song-Select-Modus sind dann meine aufgenommenen entweder MIDI-Spuren oder Audiospuren. Das heißt also, wenn ich jetzt was aufgenommen hätte, würden die dann hier auftauchen. Das Ganze soll es jetzt gewesen sein zu dem Songteil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr Fragen habt, gerne unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao.